Der Dämmermarathon ist eigentlich eine der Veranstaltungen hier in der Metropolregion Rhein-Neckar. Sich 42,195 Kilometer quälen durch Ludwigshafen und Mannheim und dann am Ende richtig stolz im Ziel ankommen. Das ist dieses Jahr nicht. Die Veranstaltung ist abgesagt und das ist nicht die erste Großveranstaltung, die gecancelt wurde. Es ist ein größeres Problem, über das Liam Gutknecht und Clara Droschkurzi berichten. Tausende motivierte Sportler und mitfiebernde Zuschauer am Start- und Endpunkt des Dämmermarathons zwischen Rosengarten und Wasserturm. Bilder aus dem vergangenen Jahr. Dieses Jahr wird es hier eher so aussehen. Der Veranstalter M3 hat den beliebten Marathon quer durch Mannheim und Ludwigshafen gestern Abend abgesagt. Insgesamt sehen wir dunkle Wolken über den regionalen Marathonveranstaltern aufziehen. Weniger Sponsoren, immer härtere Auflagen kombiniert mit ständig steigenden Kosten. Das wird zum Überlebenskampf für die regionalen Marathons. Immer härtere und teurere Sicherheitsmaßnahmen, Sponsoren, die ihre Verträge mit Veranstaltern nicht verlängern. Die wirtschaftliche Lage zwingt den Dämmermarathon in die Knie. Ein weiterer Grund? Die Buga 23. Denn die Laufstrecke des Marathons führt am Luisenpark vorbei, einem wichtigen Veranstaltungsort der im April startenden Buga. Die Frustration über das Marathon aus macht sich bei den Mannheimern bemerkbar. Es ist einfach ein super Angebot, einfach auch sportlich aktiv zu bleiben, jetzt nach der ganzen Corona-Geschichte. Ich glaube, es wäre wichtig gewesen für viele. Ja, also es ist natürlich sehr schade. Ich meine, wir waren jetzt auch letztes Jahr hier dabei, haben zugeschaut, haben fleißig angefeuert. Ich würde, wenn ich Zeit hätte, würde ich sogar selbst mitmachen. Fällt immer mehr weg, ist nicht schön. Absagen gibt es aber auch aus diversen Faschingszünften. Umzüge und Kampagnen, nicht nur in Mannheim, auch in Bellheim, Germersheim und Mutterstadt, alle abgesagt. Das Sterben der Großveranstaltungen in der Ronn-Region, eine Enttäuschung für Veranstalter und Stadtbewohner gleichermaßen. Immerhin, Michael Ebling, Innenminister von Rheinland-Pfalz, geht heute auf die Narren zu und bietet ein Gespräch zu den neuen, teuren Sicherheitsauflagen. Es sind einige Fragezeichen, natürlich, die es dann auch für die Zukunft zu beantworten gibt. Jetzt wollen wir erstmal über das Hier und Jetzt sprechen mit Annette Kloß, die ist die Vorsitzende des Lohstar Handkäse Fechts. Das ist ein kleiner das Zungenbrecher. Ja, Dankeschön. Also in Luhstadt, für alle, die nicht aus der Region kommen. Am 1. Mai oder um den 1. Mai findet es bei Ihnen immer statt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für dieses Jahr? Es wackelt. Ja, es wackelt ganz kräftig. Was sind die Probleme? Die Probleme sind mannigfaltig, aber in erster Linie sind wir natürlich auch in der Größenordnung in der Veranstaltung, indem wir ein genehmigtes Sicherheitskonzept benötigen. Wir sind da schon seit vielen Jahren sehr gut aufgestellt und haben auch die letzten 3 Jahre genutzt, um uns hier noch ein ganzes Stück weit zu verbessern. Aber das, was jetzt kommt, eben halt auch mit Einsatz von Security-Kräften, die wir die ganze Zeit nicht benötigt haben, sprengt schlicht und ergreifend den Kostenrahmen. Also in den vergangenen 3 Jahren fand nämlich die Veranstaltung nicht statt, Corona-bedingt. Jetzt wäre umso größer der Wunsch, dass es in diesem Jahr stattfinden kann. Ja. Also Sicherheit ist das eine, Kosten das andere. Also Sponsoren braucht man da natürlich auch. Für die ist es eventuell auch nicht mehr ganz so attraktiv, weil sie sagen, ich muss die Gelder momentan auch irgendwie ein bisschen beisammen halten. Ich muss schon sagen, wir hatten das große Glück, in den vergangenen Jahrzehnten ohne Sponsoren auszukommen, weil wir eben halt über unsere Ehrenämter, die hier eingebracht wurden, schon auch die Kosten auffangen konnten. Aber jetzt sieht die Welt ganz anders aus. Und jetzt haben wir natürlich auch die Situation, dass die Sponsorengelder alles andere als locker sitzen. Und in den Geldbeuteln unserer Besucher ist da auch nicht mehr allzu viel los. Das heißt, hier diese immensen Kosten, die auf uns zukommen, auf die Besucher umzuwälzen oder auch auf die vielen Vereine, die bei uns im Fest mithelfen, das lässt sich kaum darstellen. Das ist ja nicht nur die Veranstaltung an sich, die 3 Tage, sondern es hängt ja auch ein kleiner oder etwas längerer, sogar Rattenschwanz daran. Oh ja. Können Sie den mal kurz umreißen? Wir haben jetzt zwischenzeitlich auch wirklich die Benachrichtigung gekriegt, dass wir als Veranstalter, also der Lohstar Handkäse Fest e.V., hier in der persönlichen Haftung sind, sprich ich als erste Vorsitzende. Natürlich haben wir schon seit Jahrzehnten eine Haftpflichtversicherung und da werden auch Gespräche laufen, dass wir die entsprechend anpassen. Aber sollte tatsächlich in dem Sicherheitskonzept eine Lücke sein und ich bin der festen Überzeugung, ein Opferanwalt oder ein Haftpflichtversicherer wird diese Lücke finden, dann hafte ich, mein Vorstandskollege Detlef Schröder, wir haften mit unserem persönlichen Vermögen und damit unserer Familie und das ist inakzeptabel. Was ist denn da Ihr Wunsch an die Politik? Mein Wunsch an der Politik ist ganz klar. Legen Sie bitte einen Schutzschirm
über uns Ehrenamtler, aber auch an die Mitarbeiter in den kommunalen Verwaltungen, die hier auch für uns den Kopf hinhalten müssen, ein Konzept genehmigen müssen und dann letztendlich möglicherweise auch mit den Folgen alleine dastehen. Mhm. Also wir haben das große Glück, bei uns in der Verbandsgemeinde zwei ganz hervorragende Mitarbeiter im Boot zu wissen, mit denen wir sehr konstruktiv zusammenarbeiten, und ich weiß auch um deren Nöte. Ja. Es geht dann am Ende natürlich auch nicht nur um Sie, also jetzt mal weg von den Haftungsfragen, mhm, sondern natürlich auch andere Unternehmen tatsächlich, die dranhängen, die auch Feste wie diese brauchen. Winzer beispielsweise. So ist es. Sie haben es ja eben zu Beginn Ihrer Sendung schon gesagt. Die Winzer haben auch mit den vergangenen 3 Jahren zu kämpfen, und sollten hier die Veranstaltungen wegfallen, dann fallen hier natürlich auch Lieferungen an die Winzer weg. Wir sprechen ja hier nicht nur vom Los-Tarankes-Fest. Das ist eines der ersten Feste, was in der Pfalz beginnt. Das sind ja eine Vielzahl von Weinfesten, die ehrenamtlich auch organisiert werden. Volksfeste, Umzüge. Und da haben wir also nicht nur das Problem in der Lieferkette, die hier mit wirtschaftlichen Folgen zu kämpfen haben. Wir haben ja insbesondere mit den Ehrenamtlern in den Vereinen zu kämpfen, denen wird das Geld fehlen für ihre Ehrenamtsarbeit. Mhm. Da drücken wir Ihnen die Daumen, dass Sie zum einen die Menschen auch finden und auch weiterhin begeistern können, sich für das Handkäsefest einzusetzen, und natürlich auch, dass es dieses Jahr stattfinden kann. Das hoffen wir auch. Wir hoffen auf die Politik. Jawohl. Danke Ihnen fürs Kommen. Herzlichen Dank. Daumen sind gedrückt.